Ja, Hallöchen, Freunde. Weiter geht's mit dem VfL Fußballmanager 24. Auswärts bei Darmstadt 98 müssen wir ran am 10. Spieltag. Wird nicht leicht, würde ich meinen, weil man soll, wie sagt man, verwundetes Tier nie unterschätzen. So in der Hinsicht stecken mittendrin im Abstiegskampf und akklimatisieren sich aber langsam mit dem Bundesliga-Niveau. Geht langsam aufwärts und aufwärts bei den Darmstädtern. Wir schauen uns gleich die Mannschaft und die taktische Ausrichtung und so weiter etwas genauer an. Fangen jetzt erstmal an mit den Vereinsnews, wie gewohnt. Ja, und zwar, wie ich schon mal angedeutet hatte, das gibt ordentlich Kohle. Neben den TV-Einnahmen haben wir auch eine Siegprämie einkassiert, 351.000 Euro. Macht zusammen aufgerundet 1 Million Euro für ein Spiel. Eine ganz gute Sache. Auf jeden Fall hat sich gelohnt, das Spiel selber in jeglicher Hinsicht. Asano, da bin ich jetzt in Vertragsgesprächen, ist jetzt wieder bereit für den Verbleib beim VfL, war jetzt ein bisschen. Ja, neidisch kann man sagen, auf die oder über die Vertragsverlängerung, die wir da mit Kevin Stöger vollzogen haben, möchte auch auf das gleiche Gehaltsniveau. Ich habe da ihm einen Vertrag angeboten. Wird sich dann natürlich zeigen, ob er es annimmt. Tendenziell aber sieht es ganz gut aus. Dann die dritte Runde wurde ausgelost im Pokal. Da sieht es folgendermaßen aus. Wir müssen zu Hause ran gegen Heidenheim. Eigentlich ja, schon Losglück gehabt. Wir hatten ja schon gesehen, es gab jetzt nicht viele Überraschungen im Verlauf des Turniers. Die meisten Favoriten sind noch dabei, unter anderem wie Leipzig, Dortmund und Bayern. Die drei müssten alle drei auswärts dran ran und eigentlich auch für die Verhältnisse lösbare Aufgaben. Ich würde sagen, da Dortmund noch die härteste Nuss mit einer Auswärtsfahrt zur Hertha. So, das Topspiel würde ich sagen. Ist in der Hinsicht auch Hertha gegen Dortmund. Überraschungsfaktoren hier natürlich auf jeden Fall Regensburg gegen Leipzig. Die haben nämlich die Schalke rausgeschmissen. Oder auch Hoffenheim. Stuttgart hat auf jeden Fall Explosivpotenzial. Wolfsburg, Freiburg auch ganz interessant. Ja, wir sehen, könnt hochkarätig besetzt und einige spannende Duelle mit dabei. Dann eine richtig schlechte Nachricht für die Hinrunde, also für das Ende der Hinrunde. Manuel Riemann wird wohl komplett die komplette Hinrunde ausfallen. 4 bis 6 Wochen Ausfallzeit. Bänderriss am Handgelenk. Ihn wird dann so gesehen Michael Esser vertreten. Da war ich jetzt hin und her und schon mehr unentschlossen als sonst was, wer spielen soll. Ich habe mich jetzt im Endeffekt für Michael Esser entschieden, auch für die Erfahrung, die er hat. Ja, deftige Niederlage für die Reserve gegen den Tabellenführer. Man hier sehen kann, ne? Die eilen wirklich davon. 7 Punkte Vorsprung jetzt schon vor der Osnabrücker Reserve. Und Bronze ja natürlich direkt merkt man, wer fehlt. Mohamed Mahmoud, der Topscorer, auch in dem Bereich unserer Mannschaft mit 16 Treffern. Bis dahin, ich glaube auch ligaintern der beste Schütze, Torschütze. Aber ja, lässt sich verkraften, wie gesagt, soliden 7. Platz. Man hat ein gutes Polster nach unten hin. Kontakt zur Spitzengruppe, also sind gerade mal 3 Punkte zum Beispiel bis Schalke. Ist völlig in Ordnung, wie die Saison verläuft an und für sich. Ja, dann schauen wir uns mal die letzten Ergebnisse an der Darmstädter. Das ist das, was ich meinte. Die akklimatisieren sich so langsam in der Liga. Seit 4 Spielen ungeschlagen in der Liga. Ne? Gegen Hertha auch knapp ausgeschieden, auswärts 2:3. Und auf jeden Fall respektable Punkte geholt gegen Bayern und Leipzig jeweils ein Unentschieden geholt. Auch auswärts bei Bayern ist ein richtig Bombenergebnis, ein richtig gutes Ergebnis. Man kann nicht meckern, wenn man sich vorher anschaut, wie man vorher unterwegs war. Unter anderem jetzt den ersten Sieg gelandet gegen Augsburg. Also es geht besser und besser. Man hat den Abstiegskampf richtig angenommen. Auch das Tempo und das Niveau der Bundesliga, das geht aufwärts. Ausfallen, wie ja schon erwähnt, wird bei uns Manuel Riemann, auf Darmstädter Seite Oskar Wilhelmsson. Die spielen auch mit langen, also taktische Ausrichtung ist lange Hafer. Ausgewogen meistens, obwohl ich da rechne, dass die jetzt auch ein bisschen kontrollierter spielen werden, Minimum. Also ist mit Vorsicht zu genießen, sagen wir mal so. Die werde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Eigene taktische Ausrichtung ist eigentlich wie immer, mit dem Unterschied, dass wir nicht mehr so früh drauf gehen in der Hinsicht, weil sonst bieten wir echt auch viel Raum an für die langen Bälle, mit denen Darmstadt operiert. Wir gehen zwar frühzeitig noch drauf, ne, gehen auch mehr in die Zweikämpfe auswärts. Das wird schon mehr Abstiegskampf. Also das müssen wir definitiv mit der Art und Weise annehmen. Aber wir bleiben. Ja, wir gehen so vor, dass wir jetzt nicht mehr ganz so krass draufgehen und das Mittelfeld nicht zu arg verdichten. Eine viel höhere Verteidigung reicht völlig aus in der Hinsicht anhand der taktischen Ausrichtung der Darmstädter spielen selber.
personell etwas verändert, ein bisschen rotieren. Oster gespielt für Lucia von Anfang an, Lösli oder Losli für Ordetz kriegen eine Pause, beide Spieler. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber wir haben auch sonst ein bisschen ja, wieder einen kleinen Unruheherd dadurch, weil Losli erwartet so langsam mal ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Opoku eigentlich auch, aber da genieße ich völlig entspannt die Beschwerde, weil es eh ein Leihspieler und der ist einfach nur da als, ja, kann man, hört sich zwar jetzt nicht so toll an, aber ist so als Lückenbüßer für den Fall, dass wir hier und da mal eine Verletzung haben. Das war der eigentliche Sinn, nur aus der Leihe war ja auch relativ günstig mit 200.000 Euro, also völlig zu verkraften. Taktische Ausrichtung, beziehungsweise das ist dann die Darmstädter Ausrichtung, auf die wir treffen werden. Blitzschneller Stürmer vorne mit Manu, also da müssen wir echt aufpassen, dass da die langen Bälle nicht zünden. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wir gehen auch nicht ins Pressing auf die Abwehrreihe, ne? Eben aus dem Grund, wie gesagt, wie schon erwähnt, dass wir da nicht frühzeitig in die langen Bälle quasi, in die lange Bällefalle reinlaufen, reintappen. Und das war's eigentlich. Soweit alles gesagt. Taktisch sehen wir auch hier nochmal ausgewogen, gehen wir ran. Und ja, rein ins Spiel. Vielleicht noch zu erwähnen, Stöger agiert wieder als zentraler Mittelfeldspieler und Bero als Metzeler. Ja, und das war's echt eigentlich. Dann schon, hoffentlich geht das nicht allzu arg nach hinten los mit der personellen Umstellung. Aber müssen wir zwischendurch auch mal Spielpraxis einfach geben den Spielern. Und hoffentlich hat auch Esser keinen schlechten Tag. Er hat zwar jetzt nicht so die größten Spielpraxisrückstände, aber ist jetzt auch nicht, sag ich mal, bei 100%, so 80, 85%, da fehlt noch ein bisschen. Wird nicht leicht. Also wie gesagt, Vorletzter, aber die sind im Aufwind. Seit 4 Spielen ungeschlagen, ligaintern. Oh, Bero mit einer gelben Karte. Schon mal nicht so toll, so früh. Ja, und wir spielen halt auch wieder mit Halbraumverteidigung. Stöger abgefälscht, gibt Ecke. Ah, schade. Asano, nicht quer. Bero. Ah, schön in den eigenen Reihen halten erstmal. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Auf jeden Fall ordentlich Ballbesitz. Aber ich werde da jetzt nicht kontrolliert spielen lassen. Also lieber vorsichtig weiterhin erstmal. Also ausgewogen in der Hinsicht. Ah, der war aber gar nichts. Schwacher Freistoß. Ja, scheint echt spielerisch auf niedrigem Niveau zu sein. XG-Wert von 0,7 auf unserer Seite. Darmstadt bis dahin noch gar nichts. Das sieht echt nicht gut aus vom Spielerischen. Kevin Stöger leicht verletzt. Schienbeinprellung zugezogen. Sollte aber noch spielen können. Da wäre jetzt direkt die Variante, die wir gehen könnten. Bero auf die Stöger-Position, Daschner rein. Das wäre eine Variante. Ich glaube, wir warten erstmal noch ab. Wenn er noch spielen kann. Ist ja erstmal so gesehen nur eine Prellung. Ne? Also sollte jetzt nicht irgendwie den an irgendeiner guten Leistung hindern, hoffe ich. Oh, das war böse. Magelklar mit der Führung. Ja. Ball lange unterwegs auf dem zweiten Pfosten. Springt hoch. Hofmann. Osterhage. Nicht gut. Gar nicht gut. Stöger. Ah, schade. Oh. Rückstand durch den Standard. Das ist natürlich nicht gut. Vielleicht können wir ja antworten, aber davon ab. Erinnert mich daran, ich hatte jetzt eigentlich eingestellt, auf
den Langpfosten, oder mittig eher gesagt, aber wieder mal auf den kurzen Endern. Ecken verteidigen, Raumdeckung. Angreifen. So. Schnell zum Tor, beide Seiten. Hatte ich mir ein bisschen was erhofft, ist nicht aufgegangen, der Plan. Sieht man direkt die ersten Ecken, wie die Wirkung da schon verpufft. Letzte Ecke, die jetzt dann so getreten wird. Oh, Bero! Oder Bernardo war es, einer von beiden. Stark gehalten von Schuhen. So viel zu verpufft, aber hatten wir mehr Erfolg mit der kurzen Pfosten-Variante bisher. War schon gegen Leverkusen nicht so geil. Bero. Schade, Schlotterbeck lädt den Ball, Stöger bleibt dran, aber der Ball ist weg. Oder die Chance ist verpufft. Ja, schwach, Esser. Ja, in der Luft ist er stark eigentlich. Das war einer der Gründe, warum er spielt von Anfang an. Also Tide im Vergleich dazu zum Beispiel eine 12, Esser eine 16 bei hohen Bällen. Na gut, bei der Ecke konnte er jetzt nicht viel ausrichten. Hero. Rosli. Wie gesagt, Startelf-Debüt. Nachdem Baro sein Startelf-Debüt gegen Leverkusen hatte. Und der Pass war nicht gut. War gar nicht gut. Im Spielaufbau ist sowas natürlich immer gefährlich. Honsack. Schlotterbeck passt aber auf. Bero. Nicht gut geklärt. Nochmal Holland. Skarke wird bestimmt querlegen. Doch nicht, Außenpfosten. Außennetz. Ja, Darmstadt wird stärker jetzt in der Schlussphase. Ja, Standard, ja, überstanden. Wir kommen nur über Standards eigentlich, ne? Nicht so richtig. Lösli jetzt mit dem Ball an den Pfosten. Bernardo hält ihn. Paslak. Nochmal rein, oder? Ja, okay. Zwar nicht, Suarez bleibt aber dabei. Und so haben wir Halbzeit. Ja. Nicht so eine Leistung, wie man sich das erhofft hat, natürlich, ne? Standard liegen wir zurück, sagt denn die Analyse. Flanken kommen nicht an. Fouls müssen wir reduzieren. Okay. Gehen wir dann selber da rein. Gegner im Ballbesitz, dann bleiben wir. Ja, aber gar nichts von beiden, nicht auf den Beinen, einfach die Härte ein bisschen rausnehmen. Auf jeden Fall, das mit dem Aufrücken geht an und für sich auf, würde ich jetzt mal behaupten. Vertikale. Wäre da vielleicht eine Variante. Systemumstellung vielleicht. Auf jeden Fall, die Flanken kommen nicht an. Da können wir eigentlich auch dann sagen, die sollen weniger häufig flanken. Zwar jetzt nicht zwingend seltener, ne, aber halt den Ball dann in den eigenen Reihen erhalten. Vielleicht dann nochmal warten, bis jemand hinterläuft. Unterlaufen geht ja schlecht. Aber ja gut, aus der taktischen Ausrichtung wird das nicht so oft passieren, dass einer hinterläuft. Eigentlich quasi gar nicht. Bero mit keinem guten Spiel, gelbe Karte. Da werde ich, glaube ich, mal reagieren. Bringen wir Daschner. Stöger, Osterhage. Das wird die einzigste Änderung sein, die wir hier einzige Änderung, die ich dann durchziehen werde. Ziehen wir voll durch. Volle Möhre. So, da geht's. Das schneide ich eh raus, die Einstellungen. Ja, gehen wir erstmal unverändert rein. Mal überlegen, vielleicht Boschinski rein für Hofmann, aber ne, das hatten wir schon öfters mal. Das war im Spiel hatten wir Radaten als Auswechselkandidat und dann zack, ging die Post auch nochmal ab. Aber Bero ist halt echt eine Enttäuschung bis dahin.
Zweite Halbzeit, vielleicht nehmen wir was mit. Bauchgefühl sagt, Darmstadt gewinnt. Irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, Darmstadt wird gewinnen. So, Stöger, komm, zeig mal was. Hofmann raus auf Soares. Vielleicht hat er die Standpauke dem was gebracht. Motivationstechnisch. Erstmal Ecke nach 30 Sekunden schon mal. Der Ansatz ist nicht verkehrt. Wir haben ja umgestellt, wieder auf kurzen Pfosten. Deswegen bleibt auch Stöger drin. Ne? Wir sind darauf angewiesen, auf starke Standards hier wohl scheinbar in dem Spiel. Da kommt die Ecke rein, wird aber direkt abgefangen. Das war's. Also sag ich ja, der Spielverlauf ist nicht so gut. Ich würde sagen, wir stellen auch so ab der 55., 60. vielleicht ein bisschen offensiver ein. Von der Grundausrichtung her, kontrollierter. Weil wir haben ja schon mehr Ballbesitz. Auch für Auswärts sowieso sollte man zwischendurch mal nutzen. Bader. Das mal zur Stelle. Und sagt, zweiter Versuch, Jasula. Maglika, der Torschütze. Wieder Flanke. Bernardo sicher schön raus, aber nicht konsequent genug. Wieder Bader im Nachsitzen. Skarke. Spieler bleiben zu lange am Ball einfach. Da muss mehr Druck drauf. Jasula deutlich drüber. Da muss echt mehr Druck auf den Kessel. Ja, wir werden, glaube ich, mal reagieren. Boschinski für Hofmann. Vielleicht Quarteng für Asano. Toto vielleicht rein, um ein bisschen mehr Stabilität hinten reinzukriegen. Wäre auch eine Variante noch. Losli auf jeden Fall. Ein guter Auftritt bis dahin. Kann man zufrieden sein. Komm, wir bringen mal Broschinski. Komm. Kriegt da mal eine Startelf-Premiere. Ja, Startelf in der zweiten Halbzeit. Kriegt da mal eine Chance. Aber ja. Bin ich nicht so sicher. Andererseits muss ich echt sagen, also bei Broschinski, die Leistung, die er bisher gezeigt hat, war nicht so geil. Andererseits, vielleicht ist es genau das Spiel, was er braucht. Warum ich nämlich da sagt, er ist eher der Zielstürmer statt der Pressen, ist die Körpergröße halt einfach. Ne? Körpergröße, Kopfballtechnik ist in Ordnung. Kraft könnte nur ein bisschen schneller sein, aber wir haben halt systematisch. Ja, wie soll ich sagen? Könnte auch Pressener Stürmer spielen, aber das ist nicht so vorgesehen. obwohl er das ein bisschen besser kann. Wir versuchen es einfach mal mit ihm als Zielstürmer. Gehen noch jetzt ein bisschen kontrollierter zugange. Vielleicht reißen wir da ja was. Vielleicht wird es schlimmer, vielleicht nicht. Hofmann bleibt auf der Bank. So, oder geht, ja, geht einfach raus. Wird ausgewechselt. Toto, da lasse ich mal Aussteiger von Anfang an spielen und schon nicht so geil. Haben ja noch ein paar Köcher am Start. Ja, auf jeden Fall Darmstadt wird besser, stärker, Passquote ist jetzt gleich auf. Und wir bringen mal Quarteng für Asano. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht unser Wechselkontingent hier irgendwie verpuffen lassen. Toto kommt rein für Osterhage, genug gesehen. Könnten jetzt auch nochmal systematisch ausstellen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf Flügelspiel gehen. Das wäre natürlich auch noch eine Variante, was ich glaube ich jetzt auch sogar mal mache. Gehen wir jetzt, stellen wir hier alles zwar ein bisschen auf den Kopf, aber naja, bringt ja nichts. Geht Daschner rechts außen, das kann er. Ja. Flügelverteidiger greifen weiterhin an. Stöger als zurückgezogener Mittelfeldspieler, Broschinski als Zielstürmer. Bleiben weiterhin, oder weiterhin gehen jetzt trotzdem aber kontrolliert und lassen auch die
Außenverteidiger hinterlaufen, dass die Außenspieler hier vorne mehr nach innen ziehen, dann also quasi als zweiter und dritter Stürmer agieren und wir weiterhin nur Druck über die Flügelspieler machen, so gesehen. Einfach, um auch mehr Spieler dann im Zentrum zu haben, ne? Weil man hier sieht, sonst ist Boschinski auch alleine auf weiten Flur gegen so gesehen drei Innenverteidiger. Wird da ein bisschen sich aufreiben, kriegt er dann Unterstützung, hoffentlich funktioniert es. So war es drin. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen weg. Nee, warte mal. Ja, gut. Dann bringen wir noch Wittek. Komm. Kommt auch noch rein. Haben wir es ja alle umsonst. Zack, rein hier. Ja, entweder 2-0 oder ein Punkt dann. So langsam sind wir an dem Punkt dann. Punkt, 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 Punkt. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr fordern, ein bisschen Zunder machen. Stöger. Ach du alter Kevin, du. Könnten jetzt jetzt in den Sturm. Ja, eigentlich haben wir jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Baro könnte ich jetzt noch bringen, aber der ist offensiv nicht zu gebrauchen. Sagen wir, wie es ist. Daschner ist in dem System nicht zu gebrauchen als zurückgezogener Mittelfeldspieler. Nicht. Ich könnte jetzt mal gucken, höchstens mit Zahler, aber ich glaube, das ist hier gar nicht möglich in dem System. Nein. Damit haben wir uns deine Möglichkeit genommen. So gesehen, aber es läuft sowieso nicht. Also wir lassen es jetzt einfach laufen. Zur Not kriegt Stöger im nächsten Spiel eine Pause. Darmstadt? Nee, Bochum. Haben wir schon vertan, schon farbenblind. Vom ganzen Stress. Stöger. Rebound. Jetzt aufpassen, nicht in den Konter laufen. Wittek fängt ab. Und ein langsamer Spieler von Lücken finden. Da ist eine Lücke. Da, der winkt schon und der sieht ihn nicht. Schlotterbeck, Lozia, Broschinski. Schick, genau. Oh, schießt erstmal Passwerk den Ball vor die Rübe. Daschner, querlegen wir eine Option. Dreht nochmal ab auf Passlack. Lozia schießt doch! Schon starker Reflex. Auf jeden Fall schon etwas offensiver der Ansatz jetzt in den letzten Minuten. Ecken kommen noch nicht so an. Daschner schießt schon wieder. Er zur Ecke ab. Vielleicht nehmen wir noch einen Punkt mit. Wären stärker auf jeden Fall. Auch wenn es halt nur die Standards sind, aber ja, besser als nichts. Boateng im Laufduell mit Skarke. Also das mache ich kurz auch mal schauen, ob Darmstadt gewechselt hat. Bestimmt den einen oder anderen frischen Mann reingeschmissen. Ja, Franic. Wo ist er? Da, zentrales Mittelfeld. Kriegt wie jeder andere auch was auf die Socken. Bernardo Stöger zurück, genau. Wittek, langer Ball auf Quatengs Stöhn gespielt. Oben Broschinski frei, sieht er nicht. Schönes Pressing aber. Stöger nochmal, vielleicht mit dem langen Ball nach oben. Ich sehe da, Paslak läuft ein, sie wird nicht gesehen. Schlotterbeck, nochmal der Versuch, das Spiel breit zu machen. Schön gesehen, Wittek. Wittek. Das müsste Elfmeter geben. Das war auf jeden Fall, da wurde geschubst. Jetzt ist die Frage: Elfmeter oder keine? In den meisten Fällen gibt es Elfmeter, wenn der Schiedsrichter prüft, Elfmeter gegeben. Sehr schön. Ja, ich würde schon sagen, Stöger. Schauen wir aber nochmal nach. Alternative. Ist er angeschlagen halt, Stöger, ne? Ist die Sache. Quarteng könnte das auch. Und wäre da eigentlich die einzigste gute Alternative. Sieht motiviert aus noch oben drauf. Dann lassen wir auch antreten. Ist die Frage jetzt, mal Quateng oder Stöger? Bei Stöger habe ich jetzt wirklich, wie gesagt, komm, Quateng. Wegen den angeschlagen, wegen dem Schienbein. Immer so meine Sorgen. Quateng. Gegen Schuhen und der verschießt. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Hätte ich mal doch Stöger schießen lassen. Ach, nee. Ja. Eigene Blödheit. Daschner.
Oh, Ping-Pong im 16er. Nochmal Freistoß. Ah, so ein Mist. Stöger beim Freistoß kam gut aufs Tor, aber Schuhen zur Stelle. Ja, Man of the Match auf jeden Fall Schuhen. Bis dahin. Ah, ich beiß mir so im Arsch, dass ich nicht Stöger ausgewählt habe. Aber hinterher weiß man immer besser, ne? Ich habe jetzt drauf gehofft, wegen dem Abschluss von Quarteng selbst, dass er da, ja, deswegen trifft halt. Kempe beim Freistoß. Gibt nochmal Ecke. Schlotterbeck hält ab. Lässt sich jetzt auch Zeit. Zeitspiel. Nicht jetzt, weil du flutscht durch. Ich habe schon gedacht, gibt Elfmeter für Darmstadt jetzt. Aber das ist echt ärgerlich jetzt. Also, was sagt man dazu? Ne? Wie man es macht, macht man es falsch. Letzten Sekunden laufen, 30 Sekunden. Ich glaube, das war jetzt ja, einfach meine Fehlentscheidung, die uns da den Punkt gekostet hat. Langer Ball nochmal raus auf Daschner. Licht nochmal zurück. Lucia, Stöger, schieß, Junge, schieß. Abgeblockt. Abgeblockt. Und so verlieren wir 1-0. Das darf nicht wahr sein, ey, wegen meiner Blödheit. 1-0 verloren bei Darmstadt 98. Die freuen sich natürlich. Ein Appel und ein Ei ab. In der zweiten Halbzeit nur noch verteidigt eigentlich. Ja, was soll man dazu sagen, außer selber schuld. Wenn man einen angeschlagenen Spieler nicht vertraut, aber da beziehe ich mich halt einfach auf die letzten Fußballmanager auch. Ne? Spieler, der angeschlagen ist, meistens verschießt da. So hatte ich bis jetzt auch aus meiner Erfahrung so sehr oft erlebt. Ja, enttäuscht. Trotzdem, die Reaktion, die kam ein bisschen zu spät. Ja, was sagt man dazu? Schon frustrierend. Irgendwo ein bisschen. Hätten einen Punkt mitnehmen können. Aber kann man nicht ändern. Brüsseln war da mal den Spieltag wieder in seine Einzelteile auf. Freitags Heidenheim-Stuttgart 1:1. Gerassi mit dem 7. Saisontor ist jetzt auch, glaube ich, unter den Top 3 in der Torschützenliste. Köln 2:1 zu Hause gewonnen gegen Augsburg. Mainz verliert zu Hause 2:0 gegen Leipzig. Auch Penda mit dem Doppelpack. Freiburg 0:1 zu Hause. Oh, fast alles zu Hause hier in den Sand gesetzt. Oder auch nicht, wie ich gerade sehe. Honorar mit dem 1:0 in der 50. Hoffenheim, 2:1 Leverkusen. Leverkusen weiterhin in der Krise, ist jetzt immer noch auch auf den Relegationsplatz. Union Berlin weiter auf der Erfolgsspur, 1:0 gegen Frankfurt. Wolfsburg wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Doppelpack Marvin Dux, 3:1 für Werder. Und Bayern, Dortmund trennt sich 1:1 im Krisenduell. Harry Kane rettet da noch sogar einen Punkt in der 92. Minute. Und ja, gerade gesehen, sehr, sehr unglücklicher 1:0 Niederlage und somit glücklicher Sieg für Darmstadt letztendlich 1:0, toll, toll, toll. Ja, tabellarisch hat sich jetzt nicht viel geändert. Ne? Wir sind so gesehen absolut in einer guten Situation. Zweite Saisonniederlage erst nach 10 Spieltagen, sind auf dem 3. Platz nach wie vor. Und der Platz, der Abstand, sagen wir mal, wenn wir jetzt nach oben gucken, oder beziehungsweise Richtung Europa ist der Abstand nicht geschmolzen, bleibt bei 4 Punkten. Abstiegsregion bleibt Darmstadt. Wolfsburg, Tabellenletzter, nach wie vor ohne Sieg. Und so gesehen nur mit 5 Punkten Darmstadt verkürzt auf 2 auf das rettende Ufer. Und damit ist der Abstiegskampf weiterhin sehr spannend, wie man sehen kann. Ne? Alles sehr eng, 4 Punkte gerade mal zum Beispiel bis Platz 10 Werder Bremen, das ist nichts. Aber sowas von gar nichts, der Abstand. Der da besteht. Alles klar, das war's für den Part. Ich gehe in eine Zitrone beißen oder was anderes, keine Ahnung, und werde demnächst öfters mal schauen, wie ich da einen Plan B irgendwie hingebacken bekomme für die eine oder andere Situation. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.